Hallo und herzlich willkommen zum Review der WMF Avantgarde Küchenmaschine mit Kochfunktion. Ich benutze die jetzt schon ein bisschen mehr als einen Monat und will euch mit diesem Video zeigen, was sie kann, was sie nicht kann, was mir gut gefällt und was nicht und so weiter. Und ich würde sagen, genau damit legen wir jetzt gleich mal los. Und zunächst mal muss ich sagen, die Avantgarde sieht schon wirklich toll aus, oder? Sehr, sehr hochwertig, tolle Materialauswahl, Haptik und Optik. An sich schon echt eine Schönheit, finde ich. Aber was haben wir überhaupt vor uns hier? Die Avantgarde ist eine Küchenmaschine, die erstmal so Grundfunktionen kann wie reiben, Scheiben schneiden, raspeln, kneten, häckseln, rühren und so weiter. Aber mit dem Zusatz, dass sie eben auch kochen kann und ziemlich smart ist. Hier unten sitzt ein Heizelement drin. Die Hitze wird dann in den Topf übertragen sozusagen und der Inhalt wird aufgeheizt. Auf bis zu 150 Grad, um genau zu sein, und das ist schon eine ganze Menge. Neben dem Erhitzen ist das zweite große Element der Motor. Der treibt diese Antriebswelle hier an, auf die wir die verschiedenen Messer oder Rühraufsätze aufsetzen können. In einer praktischen Toolbox sind da auch schon einige dabei. Und apropos, checkt am besten auch gleich mein Unboxing- und Ersteindrucksvideo. Da zeige ich ganz genau, was alles mit bei liegt, denn das umfangreiche Zubehör ist wirklich toll bei der Avantgarde. So, also, verarbeiten und kochen kann die Maschine, aber sie kann auch Rezepte. Vielmehr kann sie den Koch oder die Köchin durch diese Rezepte leiten. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wir können hier am Display oder in der App nach einem Gericht suchen und wenn wir was gefunden haben, sehen wir die Zutaten und etliche weitere Infos und können dann letztendlich mit dem Kochvorgang starten und werden dann Schritt für Schritt durch diesen durchgeleitet. Weil die Avantgarde auch eine integrierte Präzisionswaage hat, weiß man auch immer gleich, wie viel von welcher Zutat hier rein soll. Und so funktioniert das Kochen dann. Zutat rein bis zu der gewünschten Menge, also dem angegebenen Gewicht. Die wird dann zerkleinert oder gerührt oder was auch immer. Dann der nächste Schritt wird wieder weiterverarbeitet. Entweder kommt noch was dazu oder es wird dann erhitzt oder gekocht. Und so geht das Ganze weiter, bis am Ende dann das Gericht fertig ist. Also im Prinzip kann die Avantgarde eine ganze Küchenausstattung ersetzen. Und wie funktioniert das? Also das meiste findet dann hier in diesem wirklich großen, weil 3 Liter fassenden Mixtopf statt. Das kann, glaube ich, bis zu 6 Personen satt machen, so ein Gericht. Dieser Topf rastet dann sicher in der Maschine ein, macht ohnehin alles einen sehr wertigen Eindruck. Tolle Verarbeitung, aber wo so viel Glanz ist, muss man eben auch viel sauber machen. Also Fingerabdrücke, Fett, irgendwelche Reste von Zutaten, die sieht man hier drauf halt sehr, sehr schnell. Und da in dem Topf ist jetzt die Antriebswelle, habe ich euch ja schon gezeigt, die dann je nach Aufsatz, den ihr drauf habt, die Aufgaben durchführt. Die Hitze kann immer dazukommen, ganz egal, was hier drauf sitzt. Und so wird man dann eben Schritt für Schritt, wie an die Hand genommen, bis zum fertigen Gericht. Dabei wird alles auf dem gut ablesbaren, aber wirklich ein bisschen kleinen Farbtouch-Display angezeigt. Es könnte wirklich ein Tick größer sein, zumal man manchmal auch exakte Punkte hier treffen muss mit dem Finger. Hätte einfach ein bisschen entspannter sein können, wenn es größer wäre. Aber wie gesagt, super ablesbar ist es und darunter gibt es auch noch so ein paar feste oder fest zugewiesene Touch-Buttons und darunter einmal noch so ein rundes Stück Touchscreen sozusagen. Da startet man dann meist das Programm oder bestätigt diverse Eingaben. Wenn man die Avantgarde startet, dann fragt sie auch gleich, was wollen wir heute kochen? Und wer darauf tippt, gelangt dann zur Suche. Da könnt ihr dann eben sagen, was ihr heute kochen wollt. Direkt mit so ein paar Filtereinstellungen wie Dauer- oder Rezeptgruppe. Und dann schlägt die Maschine euch eine passende Auswahl aus den rund 300 Rezepten vor. Damit ihr darauf zugreifen könnt, müsst ihr euch ein Konto erstellen. Und dann habt ihr über die App noch mehr Rezepte. Für ein halbes Jahr umsonst, danach knapp 40 Euro im Jahr, also ähnlich wie das die Konkurrenz auch handhabt. In der Rezeptbibliothek sehen wir dann auch nicht nur 300, sondern hier sogar schon 942 Rezepte mittlerweile gibt es. Immer mit schönen Bildern dazu, da können wir stöbern und auch suchen und die Auswahl ist schon wirklich toll. Und wenn uns ein Gericht näher interessiert, verrät ein Tab darauf, welche Zutaten benötigt werden, wie lange das dauert, welcher Aufsatz in der Maschine sein muss, also welches Zubehör und wie die einzelnen Schritte ablaufen werden und wie lange es dauert. Ja. Bei vielen Rezepten wird auch nochmal die Wahl der Portionsgröße gelassen, das heißt meistens so 2, 4, 6 Portionen bzw. Personen. Das heißt also, diese Riesenauswahl an geführten Rezepten, die wird hier direkt vom Startbildschirm aus aufgerufen. Alternativ markieren wir uns deutlich bequemer in der WMF-App auf dem Smartphone, was wir kochen wollen. Dann taucht es in unseren Rezeptbüchern auf, also das wird dann synchronisiert oder man schickt das Rezept direkt vom Handy an die Maschine, die dann startet mit dem ersten Schritt dieses Rezepts, was wirklich sehr cool ist und das Durchsuchen am Handy oder Tablet ist halt auch viel entspannter als an der Maschine selbst.
Darüber hinaus gibt es auch Programme, in denen man etwas freier ist. Wir sehen hier zum Beispiel den Punkt Suppe. Da gibt es dann schon eine fertig programmierte Maschine, deren Parameter in der Drehgeschwindigkeit und Temperatur und Zeit hier abgestimmt sind auf die Art der Suppe oder hier beim Teig, ob ich jetzt eher Brotbrioche oder einen Kuchenteig machen will. Ich bringe also meine eigenen Rezepte ins Spiel und nutze die Avantgarde eher als Unterstützung, als Küchenhilfe, aber nicht als komplette Schaltzentrale meiner Küche. Auch das geht. Noch deutlicher wird dieses ergänzende Nutzen, nenne ich es jetzt einfach mal, unter dem Punkt manueller Modus. Da bin ich dann wirklich ganz frei in Geschwindigkeit, Hitze und Dauer. Das ist mir alles selbst überlassen. Jetzt haben wir Zutaten kochen übersprungen. Das macht genau das, was der Name sagt. Schauen wir mal drauf. Ich will zum Beispiel Gemüse kochen, dann wähle ich meine Zutat aus. Und dann die Menge. Ich kann da auch direkt die integrierte Waage benutzen und dann weitere Informationen, die zu dem Gemüse in diesem Fall passen, zum Beispiel ob es gefroren oder frisch ist, und dann weiß die Maschine, was zu tun ist. Also die weiß, wie lange mit wie viel Wasser in welchem Aufsatz, zum Beispiel ob ich es jetzt oben in den Dampfgaraufsatz, den Dampfgareinsatz oder einfach direkt unten ins Wasser legen soll, in den Topf. Finde ich richtig gut, etwa als Ergänzung zum Kochen, da vollautomatisch nebenbei zum Beispiel das Gemüse zu garen oder auch Fisch oder Eier zu bereiten. Das hilft schon sehr und macht so ein bisschen mehr Multitasking möglich. Ihr seht, alleine sich durch die Funktionen zu arbeiten, braucht ein bisschen Zeit, weil es aber auch einfach so viele sind und die auch alle erwähnenswert sind. Wie auch in meinem Kühlschrank zum Beispiel. Wenn man mal so gar keine Idee hat, was man mit den verbliebenen 3-4 Lebensmitteln so anstellt, schlägt die Avantgarde dazu ein passendes Rezept vor. Und die Rezepte sind schon sehr gut, sehr vielfältig, aber manchmal wird man ein wenig überrascht, weil man die Schritte vorher nicht so gut einsehen kann oder Dinge vorausgesetzt werden, die ich manchmal gar nicht weiß. Aber ich glaube, sowas ist Gewohnheitssache. Man muss sich eben auf dieses Kochen mit so einer Maschine schon einlassen und auch einlassen wollen. Dann geht es irgendwann deutlich leichter von der Hand und auch mehr in die tägliche Gewohnheit über. Sehr gut gefällt mir dabei vor allem auch das Zubehör. Egal, ob ich jetzt hier raspeln möchte, etwa für einen Karottensalat, oder Scheiben schneiden lasse, für einen Kartoffelgratin beispielsweise. Das funktioniert A, richtig gut. Ohne Druck werden hier zum Beispiel die Kartoffeln geschnitten, ziehen sich immer wieder nach und auch richtig schnell hat man ein Kilo hier durchgejagt, muss ich sagen. Und B, ist das Zubehör dafür auch schon dabei. Bei anderen wäre das extra zu kaufen, hier liegt es bei, was ich super gut finde. So könnte man die Avantgarde auch ohne Kochfunktion als reine Küchenmaschine sehr gut nutzen. Oder auch hier der Dampfgaraufsatz. Auch hier wieder die Materialauswahl und die Haptik mit einem Glasdeckel obendrauf. Das ist wirklich Oberklasse und damit zu kochen macht richtig Spaß. Und diese Maschine, die macht auch richtig Eindruck in der Küche, weil, hey, es ist eine sehr hochwertige und sieht sehr gut aus und gefällt mir schon sehr gut. Was bei dem Zubehör, bei den Messern und Aufsätzen natürlich ein bisschen in den Hintergrund tritt. Andere schaffen das auch mit nur einem oder sagen wir mal mit zwei Aufsätzen. Hier gibt es gleich mehrere dafür. Macht natürlich was her, kann aber natürlich auch bedeuten, man hat nicht diesen einen Aufsatz, der alles kann, was andere schon haben. Ein weiteres Manko, was da so ein bisschen mit reinspielt, will ich sagen, ist, gerade bei dickeren Teigen hatte ich ein-, zweimal die Situation, dass die Avantgarde eine Pause brauchte, abkühlen musste. Man sollte den 550 Watt Motor also nicht über Gebühr belasten. Hält man sich an die WMF-Rezepte, klappt das aber ganz gut. Darüber hinaus, ja, der hat sehr, sehr viel Power. Die Messer sind messerscharf, aber so Sachen wie eigenes Mehl dann herzustellen oder was zu pulverisieren, das habe ich hiermit nicht hinbekommen. Ich kann mir hier auch ganz eigene Rezepte anlegen über die App, kann dann sagen, wann die Maschine was mit welcher Zutat machen soll und kann die dann auch in der Community teilen. Das finde ich ziemlich gut. So wächst die Community und so wächst eben auch die Vielfalt. Und genauso kann man untereinander die Rezepte jeweils bewerten, sich das auch nach Bewertungssternen sortieren lassen und so eben nicht Gefahr laufen, irgendwas zu kochen, was jetzt vielleicht nicht ganz so ein tolles Rezept ist. Das Schönste an so einer Maschine, finde ich aber, ist, man probiert einfach viel aus. Klar, ihr werdet vielleicht sagen, mache ich doch auch so, aber bei mir, und das weiß ich von vielen anderen auch, ist so ein geführtes Kochen durch ganz fremde Gefilde genau der Stups, den es gebraucht hat, um häufig mal was Neues, Unbekanntes auszuprobieren. Das dann gepaart mit dem Design, der Optik, aber auch der wirklich exzellenten Verarbeitung, macht schon eine sehr tolle Maschine daraus. Die hat man wirklich gerne in der Küche stehen, selbst wenn sie aus ist, dann sieht sie sehr, sehr edel aus. Und dann kann sie auch noch gut kochen, das finde ich super.
So, dann geht es ans Abwaschen. Dafür gibt es einmal ein Spülprogramm, wo sich der Inhalt, ihr macht dann da Wasser und einen Tropfen Spüle rein, dreht und erhitzt und dann so ein bisschen vorspült. Und danach kann der Mixtopf auch in die Spülmaschine, das andere Zubehör auch, lediglich hier die Antriebswelle und die Gummidichtung oben. Aber das sind die Ausnahmen, ja, die kleinen Dinge, die dann nicht mit rein können. Das macht es schon sehr viel einfacher, sehr viel leichter, dass man das auch in die Spülmaschine legen kann. Empfohlen wird natürlich Handspülen, klar, dann hält es länger, bleibt länger schön, aber ich finde, das geht schon in Ordnung. Ich habe bei mir bisher auch noch keinen Makel dadurch bemerkt. Der Preis, 1300 Euro, ist natürlich keine Nebensache und klingt auch erstmal nach einer Menge Holz. Ja, ich meine, klar, es ist auch viel Geld, aber man kann das ja einordnen, vergleichen. Und wenn man mal so über den Tellerrand schaut, ist das für diese Verarbeitungsqualität und das Zubehör wirklich auf gar keinen Fall zu teuer und kann sich mit der Konkurrenz messen. Ich bin schon gespannt, wie sie im Langzeittest abschneidet. Das war jetzt mein erstes Review dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen auch. Und wenn noch Fragen offen sind, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch fürs Zuschauen bis zum Ende. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.